Liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns in einer neuen Einrichtung vom Schleicher und sollen die örtliche Übertragungsquelle finden. Wir stehen hier gerade vor dem Tor, haben es geschafft, das öffnen zu können. Beziehungsweise haben uns einen Weg gebahnt. Und ja, hier müsste die Übertragungsquelle sein. Da ist er. Der kleine Söldner, der uns hier Kopfschmerzen bereitet hat. Das leider nicht wieder deaktivieren. Wir haben Abstandszeit hier auf Entfesseln. So, weg ist er. Wir durchsuchen die Datensammlung wieder nach Informationen. Wow. Wenn ich Zweifel daran gehabt hätte, den Schleier zu verlassen, wären sie jetzt auf jeden Fall ausgeräumt. Ich würde mich euch nicht in den Weg stellen wollen. Eine Bedienungsanleitung für eine Schiffsfernsteuerung. Vermutlich für das Schlachtschiff. Man kann das Ding nicht per Autopilot auf Kars steuern, ohne dass die Planetenverteidigung eingreift. Also, tja, ich weiß nicht weiter. Aber hier, ich habe jede Menge Relaisdaten, die wir nutzen können. Wir sind nah dran, ich spüre es. Ja Leute, Alderaan, Balmorra und Voss. Also, was soll ich sagen? Der Weg führt uns weiter auf die nächsten Planeten. Alderaan würde ich als erstes nehmen. Einfach weil es als erstes in der Liste auch auftaucht. Und die anderen werden wir uns danach dann anschauen. Auf nach Alderaan. Ja, gut, dass wir auf Belsarvis vorher schon mal vorbeigeschaut haben. So können wir nämlich wieder alle Planeten zusammen entdecken und müssen nicht auf einem Planeten doppelt fliegen. Denn wenn wir die Samen jetzt vorher schon geholt hätten und dann auf Belsarvis die Transmitter entdeckt hätten, ja, dann hätten wir jetzt spätestens ein Problem gehabt, denn wir hätten auf alle drei Planeten nochmal fliegen müssen, um auch dort die Transmitter zu entdecken. So, Alderaan, da gibt es auf jeden Fall auch Berufe-Trainer. Da können wir mal kurz vorbeischauen. Vielleicht haben wir ja das ein oder andere neue Rezept, das wir lernen können. Wobei ich glaube, wir haben ja das letzte Mal auf Drum und Kars gelernt und jetzt hatten leider keine Materialien, um hier weiterzukommen. Ja, nice mit dem Thron. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich richtig. Ja, wir fliegen einmal geschwind zu den Berufetrainern, die sind gleich hier vorne. Und hier hinten haben wir schon den ersten Transmitter zu entdecken. Diesmal nur 4 Stück, keine 6. So, wir bräuchten hier nämlich für diese, bräuchten wir noch welche von den Artefaktfragmenten. Fertigung da. Wir haben leider keine neuen Sachen zu lernen. Okay, dann gucken wir noch mal kurz. So, Artefaktfragment 9. Grades. Wir haben nämlich auch die Möglichkeit, natürlich unsere Gefährten einfach loszuschicken. So, 8. Grad haben wir hier gerade mal freigeschaltet. Das ist das Problem.
Das wir haben. Wir sind nämlich noch gar nicht bei 9. Grad angelangt. Es gibt 9. und 10. Grad nachher. Und ja, dann schicken wir unseren Gefährten mal so langsam los, hier ein paar Sachen sammeln. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und hier können wir auf jeden Fall auch schon mal die Schnellreise wieder nutzen zum Tool-Forschungslager. Dann sind wir näher dran am Transmitter. Jetzt habe ich was gut. Ja, nice. Kann ich nicht oft genug sagen. So, da oben ist der Transmitter. So schnell stirbt man nicht. Ansonsten war es das hier. Hier unten sind noch wieder zwei Bereiche. Zum Greifen nah und der Samen. Ich glaube, da können wir zum Talan Außenposten gehen. Dann sind wir am schnellsten da. Auch wenn wir von hier aus jetzt nicht so viel sehen. Jetzt habe ich was gut. Ah ja, da ist er schon. Da brauchen wir nämlich nicht das Gebirge runterstürzen, sondern können den anderen Weg nehmen zum Samen. Okay, da kommt nochmal hier der Druide auf uns zu. Wer möchte es nochmal wissen? Ah, hier kriegen wir sogar Hilfe von den Verteidigungsdruiden. Natürlich super. Aber der soll auch gar nicht sterben. Ging nur bis zur Hälfte und dann war er unsterblich. Ja, wie gesagt, holen wir uns mal den Samen mit den Suchdruiden. Das kann ja wieder was werden mit der Sucherei. Oh, da stecken wir fest. Ja, da kommen wir nicht wieder raus. So, wie kommen wir denn in den Bereich hier oben? Über den Weg. Müssen wir da echt einmal außen rum? Bin ich hier irgendwo hoch? Ah, hier vorne müsste auch ein Weg reingehen. Jo. Sehr gut. So, auch hier gibt es wieder Kreaturen. Da sollen wir ein bisschen aufpassen, ein bisschen Acht geben. Das nicht. Wir fangen mal hier mit an. Vielleicht. Nö. Doch hier so auf der Ecke. Ich glaube, der Bereich um uns herum zeigt immer den Ausgangspunkt von hier aus an. Ich weiß es nicht genau. So, gucken wir nochmal. Ja.
Da irgendwo drin. Nö. So weit weg kann es dann nicht mehr sein. Yay, da haben wir es. Sehr gut. Sehr gute Arbeit. Ich wünschte beinahe, wir könnten die Samen arbeiten lassen und sehen, was passiert. So, da unten haben wir noch einen. Da würde ich von hier aus vielleicht dorthin reisen. Auch in den südlichen Bereich hier habe ich komplett offscreen entdeckt damals. Das ist der ganze republikanische Teil. Da gab es auch nicht so viel zu sehen, muss man sagen. Eher uninteressant. Haben wir nur der Vollständigkeit halber einmal gemacht, damit der ganze Planet hier entdeckt ist. Ja, aber wie der Zufall so will, führt uns jetzt doch einmal ein Transmitter dort in die Gegend. So, wie viele Kartellmützen hatten wir jetzt noch übrig? 125. Ja. Wir leben am Limit, Leute. Aber es kommen auch wieder welche rein. Also alles kein Thema. Und sollten wir uns mal dazu entscheiden, auf der Republik nochmal einen Charakter zu spielen, dann wird der auf jeden Fall sowieso erstmal mit der ganz normalen Kleidung rumlaufen müssen. Und hier und da haben wir ja schon so ein paar Mounts freigeschaltet. Das wäre dann auch nicht das Thema. So, hier unten unter dem Wachposten Duval befindet sich dann der nächste Transmitter irgendwo. Gucken wir mal, ob wir den aus der Ferne vielleicht sogar schon entdecken. Ja, ich glaube, da hinten hängt er. Gucken wir, ob er den von hier aus erkennt. Jetzt habe ich was gut. Dann brauchen wir gar nicht so weit reinreiten hier in die Region. So, und der letzte ist kurz vor dem Palast. Das heißt, wir reisen jetzt zur Panther-Zuflucht und reiten von dort aus weiter. Dann haben wir Alderaan auch schon abgeschlossen. Ging auch relativ schnell. Als nächstes wartet dann Balmora auf uns. Von hier oben haben wir eigentlich auch einen super Blick. Könnte sein, dass es da hinten ist. Oben drauf. Die Ergebnisse sind besser als erwartet. Jo. Genug herumgehangen. Habe ich doch richtig gesehen. Ja, Quinn ist fertig hier mit dem Sammeln der Kristalle. Und wir kriegen eine neue Nachricht. Es ist offiziell. Ihr geht mir auf die Nerven. Ich gratuliere. Ihr müsst ja so stolz sein. Eins sage ich euch. Wenn die Galaxis die wahren Ausmaße meines Plans erkennt und erfährt, dass ihr vergeblich versucht habt, ihn zu vereiteln, seid ihr eine Leiche. Und ich bleibe eine Legende. Ja gut, auf nach Balmora würde ich sagen. Hier sind wir fertig. Ja, kaum zu erkennen, so weit ist das weg hier mit dem Nebel oben. Aber wo sonst sollte der Transmitter stehen, schön, Sie zu sehen, wenn wir nicht kurz vor dem Palast stehen? In derselben Farbe natürlich. Nur so, auf nach Balmora.
Auch da fliegen wir einmal runter zur Orbitalstation und dann weiter auf den Planeten. So schnell stirbt man nicht. Ah, okay, hier haben wir einen Raumhafen statt einer Orbitalstation. Ist auch recht. Ja, bei Mora ist auch sehr lange her, dass wir hier mal tätig waren. Seht und spürt meine Macht. So, hier haben wir auf jeden Fall schon den ersten Transmitter sogar in der Stadt selber. Schon mal die Augen offen halten. Den hier irgendwo entdecken. Ja, nutzen wir mal unser Fernglas. So schnell stirbt man nicht. Da ist er. So, wo geht's als nächstes hin? Zur Farnel Forschungsanlage. Und hier hinten ins Sundari Flachland. Sowie ins Makaranische Flachland. Wir gucken mal, ob wir hier in der Käferstadt den uns schon mal holen können. Ja, super. Das trifft sich gut. Können wir direkt einmal scannen. Brauchen wir gar nicht reinlaufen. Ihr wisst ja noch, die Käferstadt, da waren auf jeden Fall immer sehr viele Monster unterwegs, die auch sehr dicht beieinander standen. War immer kein Geschenk. Und hier unten haben wir dann nochmal einen Transmitter und den Samen oben im Heldenbereich. Holen wir uns vielleicht erstmal den Samen. Ja, Manan muss warten. Diese beiden Quests führen uns wirklich durch die gesamte Galaxie. Ich hoffe wirklich, dass sich das am Ende auch lohnt. Wenn nicht, ja, haben wir zumindest draus gelernt und wir haben es mal gesehen. Da hinten scheinen Grafikfehler zu sein. Auch mal was Neues. Denn da los? Okay. Sieht schon sehr komisch aus. So, unser Suchtdruide findet etwas. Dann wollen wir ihn doch mal suchen lassen. Jetzt habe ich was gut. Okay, da ist schon mal nichts. Bleib weg. Na gut, aber wir haben den Samen. Sehr schön, Leute. Das ging diesmal relativ zügig. Man muss Lord Fulminis für seine brillanten Schöpfungen einfach bewundern. Kein Wunder, dass die Schreckensmeister die Samen wollten.
Das mir natürlich nicht. So viel Zeit muss sein. So, und den Transmitter, den dritten hier in der Region, holen wir uns dann auch nochmal direkt. Dann fehlt uns nur noch der letzte Transmitter auf Balmora im westlichen Teil des Planetens. Und dann können wir uns auch schon nach Vossa aufmachen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir in das Kriegsgebiet richtig rein müssen. Die Transmitter sind ja doch meistens immer irgendwo oberhalb. Vielleicht kriegen wir die von hier aus schon irgendwo entdeckt. Gucken wir mal. Jo, da hinten. Da ist er. Brauchen wir echt gar nicht so nah ran. So Leute, und hier hinten nochmal. Gucken wir mal, welcher am ersten Sinn machen würde. Ja, vermutlich der. So, hier müssen wir einmal hinter die Mauer kommen. Und ich würde auch von hier, da sehe ich ihn schon. Schon mal gucken, dass wir ihn entdecken. Da ist er. So schnell stirbt man. Auf der Druidenfabrik, die wir einmal infiltriert haben. So, wir nutzen wieder den Holokommunikator. Ich glaube, ich habe meine nächste Herausforderung schon gefunden. Das kommt zu früh. Vielleicht? Aber ehrlich gesagt, langweile ich mich. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ihr betrügt. Nutzt meinen ehemaligen Lieutenant und meine Ausrüstung, um mich zu jagen. Alles andere als beeindruckend. Richtet Ephibo Grüße von mir aus. Ja, also zurück auf unser Schiff, liebe Leute. Und dann werden wir als nächstes nach Voss reisen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst doch gerne mal ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ja, und dann schauen wir uns oder sehen wir uns auf Voss wieder. Bis dahin.